Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Anno 2205. Mein Name ist Glabur, jawohl. Wir müssen jetzt, ich habe mich gerade wieder neu eingeloggt. Erzielen Sie einen Krisensektor Mission Konflikt. Erreichen Sie die nächste Führung. Ja, wir müssen dahin. Ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei. Ja, befreien Sie die Kriminellen. Ja, genau. Da war ja irgendwas. So, jetzt hatte ich mich neu eingeloggt. Jetzt wird wahrscheinlich die Ladezeit etwas länger sein. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal hier ein bisschen entspannter das alles spielen kann. Hier auch zur Ankündigung, wir haben wieder einen WAS-Server. Alles steht in der Steam-Gruppe. Wir haben wieder einen ARC-Server und alles neu aufgesetzt. Die neue TS-IP ist eigentlich dieselbe IP, nur ohne die Ports, Leute. Also ihr müsst die Ports weglassen, dann kommt ihr auch wieder aufs TS. Für die Leute, die es interessiert, steht aber alles auch unten in der Videoinformation. Und in der Steam-Gruppe sind alle Sachen drin. Siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Okay, also los geht's, Leute. Verstanden. Kein Heilschiff diesmal dabei. Diesmal anscheinend kein Heilschiff zur Verfügung. Bestätigt. Bereit für Einsatz. Da kommen sie. So, das haben wir auch. Mal gucken, wie wir hier am schlauesten vorgehen, Leute. Volle Kraft voraus. Natürlich erstmal hier die ganzen Sachen einsammeln wieder. Feind entdeckt. Alle bereit. Scheiße, jetzt sind wir umzingelt, aber jetzt wird's haarig. Ziel bestätigt. Nicht sterben, mein kleines süßes Kaktus. Mein kleiner süßer Kaktus steht draußen am Balkon. So, jetzt haben wir ein paar Raketenabschussdinger. Bestätigt. Können wir das Boot jetzt irgendwie reparieren? Selbstreparatur läuft. Zack, alles wieder heile. Sehr schön. So, weiter geht's, Leute. Ja, hier erstmal aufräumen, würde ich sagen. Da drauf schießen, dann müssten eigentlich alle explodieren. Sehr schön, und weiter geht's. Volle Kraft voraus. Wir fahren erstmal hier lang. Vielleicht kriegen wir noch Schiffe oder geschweige irgendwas anderes dazu. Boah, mir juckt es gerade. So. Bereit für Einsatz. Da drauf bitte. Alles klar, weiter geht's. Kampfstationen. Sie greifen an. Oh, hinter uns. Na los, komm, mach das down hier. Null Chance hat das Ding. Volle Kraft voraus. Na komm. Koordinaten bestätigt. Bewaffneter Konflikt schadet dem Geschäft. Kümmern Sie sich darum. Alles klar, nehmen wir natürlich an. Ziel bestätigt. Oh, scheiße. Ja, jetzt müssen wir was machen. Komm, schnell, schneller, 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 schneller.
Oh, Schiff verloren. Scheiße. Roger. Jetzt haben wir ein Problem, glaube ich. Und noch welche. Erstmal die. Mir ist bewusst, dass die Gefahr groß ist. Aber diese Leute müssen aufgehalten werden. Folgen Sie den Kreuzer mit Ihrem Fahrzeugen. Okay, wir müssen dem jetzt folgen. Koordinaten bestätigt. Okay. Keine Ahnung, was es uns bringen wird, aber... Sind unterwegs. Ja, er fährt hier in den... in den Stau rein. Volle Kraft voraus. Viel Scheiß, dass wir schon ein Schiff verloren haben, ne? Starte Nuklearrakete. Bestätigt. Wir räumen jetzt aber hier schon gerade extrem auf, finde ich. Was war das? Unterstützungsflotte, okay. Koordinaten bestätigt. Okay, Maka, zeig uns, wo wir hin sollen. Roger. Volle Kraft voraus. Okay, dann sollten wir die Mission ja gleich... Jawohl. Wenn Sie nicht eingeschritten wären, hätte es eine Katastrophe gegeben. Im Gange. Okay, weiter geht's. Mir ein bisschen aufregt gerade, dass wir das andere Schiff natürlich verloren haben. Dadurch haben wir natürlich einen Nachteil jetzt, würde ich sagen. Verstanden. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Sammeln Sie die Rettungsboote mit Ihrem Fahrzeug. Okay, machen wir natürlich auch. Grünes Licht. Zerstören wir erstmal das hier. Nicht mal überlegen, Leute. Da müssen wir überall nicht hin. Wir müssen hier hin. Volle Kraft voraus. Da sind auch noch welche. Okay. Im Gange. Waffensysteme bereit. Nehmen wir natürlich, weil wir ja das Maximale erreicht haben. Im Gange. Da müssen wir mal zusehen, ob wir hier den Scheiß zerstören. Wir müssen ja hier reinkommen irgendwie. Ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, jawohl. Der ist auch weg. Jawohl, das haben wir auch.
Station. Sie greifen an. Oh, Scheiße. Sie sind unterwegs. Torpedo abgefeuert. Wir müssen erst das hier zerstören, weil da die ganze Zeit neue Schiffe rauskommen. Seht ihr das? Komm, jetzt mach dieses scheiß Gebäude weg, Alter. Los! Okay, jetzt will ich mich gerne nochmal reparieren. Ich kümmere mich um die Reparatur. Okay. Bestätigt. Im Gange. So, dann machen wir den Hexenstrahl weg. Wir müssen ja zusehen, dass der Kram hier gleich wieder läuft. Dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Naja. Kacke, hole ich mir auch noch, du kleiner Schmarotzer. Da kommen sie. Kleinen Pimmelboote, die ihr habt. Das ist dann nichts gegen meine Flotte hier. Zwei Schiffe. Meine Megaflotte, Mama. Okay, EMP haben wir auch auf Max. Alle zum Einsatz. Halt. Immer da drauf schießen, bitte. Ich bin immer zu dicht dran. Ich krieg da selber Schaden von dem Blödmann. Da müsste dann schon der letzte Strahl sein. Denke ich. Weißt du was? Das war echt unheimlich. Jawohl. Danke, dass du die Klimastabilisatoren für uns zurückerobert hast. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ja, danke schön, mein Freund. Danke, danke. Ja, haben wir geschafft. 40 Kampferfahrung, 22 davon Grafen und 24 haben wir davon. Mission beenden. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Sie sind wieder da? Wie sieht es aus? Ich muss zugeben, ich habe Sie falsch eingeschätzt. Ja, will ich auch hoffen. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Und ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. Ja, ja, da habe ich ja nichts gegen. So, was ist jetzt unser... Beenden Sie den Raumhafen-Upgrade in der arktischen Schorle. Okay, also wir müssen zurück dahin. Machen wir natürlich glatt. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ja. Ich habe hier ein Lager. Wir könnten Geschäfte machen. Ja, ja, das weiß ich, dass du ein Lager hast. Aber warum soll ich mit dir Geschäfte machen, wenn ich keine Geschäfte benötige? Weil ich einfach zu geil bin. So, uns fehlen hier wieder Arbeiter. Warum auch immer. Wir haben 36 davon, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Arbeiter, Leute. Aber ich kriege hier... Warnung! Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Ja, ja, wir sind doch dabei. Aber wir sollen jetzt den Raumhafen updaten. Ist mir gerade so eingefallen. Updaten. Orbital Watch stellt eine größere Gefahr dar, als wir dachten. Drake muss geheime Unterstützer haben. Es ist unabdingbar, dass die Union auf dem Mond eine starke Präsenz zeigt. Und um das zu ermöglichen, müssen wir eine Flotte Kolonie-Shuttles hochschicken. Es ist an der Zeit für die Erforschung von Raumfahrttechnologie. Okay.
Ja, und wie kann ich den jetzt updaten? Achso, jetzt müssen wir erstmal Wissenschaftler etc. bla bla updaten. Okay, also das würde hier wieder funktionieren. Aber das können wir nicht. Öffnen Sie die Strategiekarte-Menü. Erstellen Sie eine Transferroute für nach Arkham Shoal. Wie soll ich das machen? Produzieren Sie ein. Okay, wir sollen da hingehen. Jetzt soll ich. Erstellen Sie eine Transferroute von hier. Was beschäftigt Sie? Das ist nicht meine Welt. Das ist meine Welt, richtig? Warte mal, ich muss da jetzt mal ganz kurz reingucken, Leute. Ich glaube, das war unsere Welt, ne? Die wir gespielt haben. Am Anfang. Ja, streng genommen ist ja das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Möchte ich eigentlich gar nicht. Okay, also von hier aus müssen wir nach da irgendwie was liefern. Und wie stelle ich das her? Stellen Sie eine Transferroute für Vitamindrinks von Walbrooks Becken. Ach, das steht ja auch da drin. Ich nachhake das. Ja, und wie? Warengemäßige Region, bla bla bla, neue Transferroute, da steht sie auch. Von hier müssen wir Energiedrinks, Vitamindrinks. Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Hey, das ist falsch. Zielsektorwellen, das ist falsch. Abbrechen. Nochmal, Transferroute. Wir wählen das aus, wir wählen dann das aus und Ziel auswählen. Da auswählen. 6. Nö. So, dann hat der noch plus 1. Bestätigt. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen ausgesetzt zu sein. Ihr Arktis-Personal wird die Extraportion Vitamine zu schätzen wissen. Okay. Ich habe ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert sind. Ja, nächstes Jahr. Mann, die überfordern mich gerade hier, aber mega, Leute. Oh, hallo. Was führt Sie heute zu mir? Weiß ich auch noch nicht. Produzieren Sie einen Neuroplanet. Was ist denn das? Okay, wählen Sie einen Wissenschaftler in die arktische Region an. Ja, wie kann ich das machen? Bauoptionen erweitert. Okay, jetzt haben wir hier Bauoptionen erweitert. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Okay, also damit würden wir die Region wieder etwas vergrößern, Leute. Bergbauplatz. Schon wieder. Boah, Leute. Wie weit soll ich denn die Welt verteilen? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, aber wieso können wir das da jetzt nicht hinsetzen? Warte mal, was fehlt mir denn da? Ach, wir haben kein Geld. Alles klar. Okay. Ganz ruhig bleiben. Wir haben auf jeden Fall zu wenig Konserven. Schon wieder. Mal. Fang damit an. Kriegst du schon hin. Ja, können wir uns auch nicht leisten. Ich kann das alles nicht bauen, weil wir kein Geld mehr haben, Leute. Weil wir 502 minus machen. Wie kann ich denn... Wie soll ich das denn jetzt retten noch? Ich würde gerne einen Kredit aufnehmen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Dem ist kalt. Okay, das müsste ich schließen, Leute, oder abreißen. Das ist kacke. Okay. Ja, aber wie kann ich jetzt Geld machen? Wie kommen wir jetzt an Geld? Ich muss das ja alles laufen lassen, sonst machen wir ja Minus. Das hier war für Fischerei. Die Fischerei sind für die Konserven. Fische machen wir aber genug, aber Konserven machen wir zu wenig. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Was? Erstellen Sie eine Route mit dem... Das haben wir schon. Wählen Sie eine Fabrik an den Investoren der... Okay, ich kann hier draufklicken und dann... Wählen Sie die Fabrik an und investieren Sie... Nicht angrenzen. Kalt, oder? Kommen Sie. Okay. Alles installiert. Probier es aus. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, aber jetzt haben doch die Bürger eigentlich alles, oder? Wenn man bedenkt, dass wir mitten in einer... Aber wir machen immer noch Minus, Leute, und das ganz schön, oder? Es wird jetzt steigen. Müssen wir halt mal jetzt gerade ein bisschen warten. Weil es wäre jetzt Bullshit, das Geld oder jetzt hier volle Pulle weiterzubauen, weil es bringt uns ja überhaupt gerade gar nichts. Ja, ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet bei Anno. Ja, das mit dem Modulen-Update, man sollte hier sich zwischendurch auch mal die Fragezeichen durchlesen, was der gute Mann da sagt. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Anno 2205. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denn, ey. Tschüss.